Ich teile ein Channeling der Plejade mit euch. Die Plejade sind ein höherdimensionales Sternenvolk, mit dem wir seit Anbeginn der Menschheit in einer direkten Verbindung stehen. Sie beobachten unsere Prozesse hier auf der Erde und sie wissen genau, was auf uns zukommt. Und sie sprechen von dieser einzigartigen Situation, die wir gerade haben, diese einzigartige Konstellation und was das für uns zu bedeuten hat. Und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Teile dieses Video gerne. Namaste. Elamaha, wir grüßen euch in tiefer Verbundenheit und Liebe. Und wir sehen euer Licht und eure Größe, auch wenn ihr sie oft noch nicht sehen könnt. Es ist soweit. Alles bereitet sich vor. Für die große Bewusstseinserweiterung, die euch mit der Wintersonnenwende erwartet. Noch nie habt ihr solch extreme energetische Erhöhungen erlebt wie zu dieser Zeit. Alles ordnet sich neu. Ihr habt einen Meilenstein erreicht im Wandlungsprozess. Das Leben ist nicht mehr das Gleiche. Und du kannst die Veränderungen spüren. In dieser Phase der extremen Beschleunigung und Ausdehnung. Atme, fühle, spüre die Vibration des Lebens selbst. Das Licht, das jetzt in jeder Zelle erwacht. Du bist die Veränderung in deinem Leben. Du wählst, wie du diesen großen Wandel erfahren willst. Und alles spitzt sich weiter zu. Alles bereitet sich vor für den großen Bewusstseinssprung. Ihr seid in der Vorbereitung für das große Meisterportal, die Wintersonnenwende. Und sie ist ein Spiegel für das Portal der Zeitwende von Dezember 2012. Jetzt wird sich sehr schnell die Energie um ein Vielfaches potenzieren. Atme, fühle, komme an in dir. Nichts kann den Wandel mehr aufhalten. Du bestimmst über dein Leben. Und inwieweit du das lebst, bestimmst du über deine Frequenz. Nicht jeder wird die neue goldene Ära erreichen. Doch was du jetzt tun kannst, ist dich von allen negativen Ideen befreien. Glaubenssätze, Programmierungen, die dir nicht mehr entsprechen. Jetzt ist es Zeit, dich zu entgiften. Wo hast du dein Licht noch reduziert? Wo glaubst du, dass andere über dein Schicksal bestimmen? Das Chaos im Außen spiegelt den kollektiven Entgiftungsprozess der Menschheit. Und dies wird dazu führen, dass ihr eure Perspektive verändert
verändert in Bezug auf viele Dinge und Situationen in eurem Leben. Noch nie dagewesene Möglichkeiten werden sich öffnen. Denn das Meisterportal verbindet dich mit deinen höheren Aspekten, deinem höheren Selbst, einem höheren Wissen und der Energie der aufgestiegenen Meister. So viel deutlicher werdet ihr jetzt eure innere Führung wahrnehmen können, den Kontakt zu euren Geistführern, eurer galaktischen Familie. Es ist keine Zeit, Trübsal zu blasen. Ihr habt einen großen Meilenstein erreicht, eine komplette energetische Neuausrichtung der Erde bereitet sich vor. Und ihr werdet in ein neues Bewusstsein geboren. Bisher habt ihr euch definiert über eure Vergangenheit. Ein Zurückschauen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch mit der positiven Zukunftsenergie zu verbinden, um euch neu auszurichten. Bleibe in deiner bevorzugten Frequenz. Verfeinere dich, indem du dich von deiner Zukunftsversion leiten lässt, die Dinge überschaut, die weiß, wohin die Reise geht. Deine Zukunftsversion wird dir helfen, zu heilen und dich zu befreien von alten, begrenzenden Ideen und Ängsten. Löse dich von dem Alten durch deine innere Entscheidung, deine innere Klarheit. Das ist das Geheimnis des inneren Friedens und der Freiheit, die immer erfahren werden kann, unabhängig von äußeren Umständen. Das Leben ordnet sich für dich. Atme den Geist der neuen Zeit. Atme den Geist der Veränderung. Glaube nicht mehr an das, was negativ ausgerichtete Menschen dir erzählen. Ihre Märchen der Angst, um dich klein zu halten. Denke nicht, dass etwas nicht stimmt oder falsch läuft, weil du um dich herum immer noch Menschen hast, die in ihrer eigenen Negativität gefangen sind. Und das ist in Ordnung. Denn du bist hier auf der Erde, einem Ort der extremen Polarität, wo Licht und Schatten sich in allen Facetten begegnen. Wisse, egal was andere wählen, egal was andere tun, es spielt keine Rolle für dich und dein Leben, wenn du dies für dich entscheidest.
entscheidest. Auch wenn andere eine negative Intention hinter ihren Absichten haben, dir schaden wollen. Das, was du wählst, das, was du sagst, dein Wort zählt. Die Spaltung in Parallelrealitäten lässt sich nicht aufhalten. Doch wir sehen eure Zukunft. Sie vibriert bereits in eurem Feld. Und wir sind bei euch. Das neue Bewusstsein ist geboren. Richte deinen Fokus auf dein Herz und beginne aus dem Herzen zu leben. Wir sehen, wie sich das Licht auf der Erde erhöht hat. Wir sehen, wohin euer Weg führt. Und wir sind heute hier, um dich daran zu erinnern. Diese Transformation ist groß. Diese Reise, deine Reise, ist einzigartig, unglaublich, bereichernd. Und deine Erfahrung wird zum Geschenk. Zum Geschenk für die ganze Schöpfung und gibt allen anderen im Universum die Möglichkeit, durch deine Erfahrung ein größeres Verständnis, eine größere Perspektive zu gewinnen, was möglich ist. Wir sehen dich. Wir lieben dich. Wir sind bei dir. Elamaha. Tusturu Ishakamato. Mea Hautu. Seyamahatoloa. Mea Toha.